Hey ihr Lieben, nach gefühlter Ewigkeit spiele ich dann auch endlich mal wieder die Sims. Ja, ihr habt 2 Wochen gewartet, ich weiß. Ich sogar 3 Wochen. Ich kann euch aber auch erklären, woran es lag. Ich war im Urlaub, das hatte ich euch ja auch angekündigt. Und kurz bevor ich in Urlaub wollte, habe ich noch eine riesen fette Stimmbandentzündung gekriegt. Das heißt, ich konnte kaum reden. Habe gehustet wie ein Weltmeister. Ich habe zeitweise 4-5 Stunden nachts. Also ich habe manchmal höchstens noch 2-3 Stunden Schlaf gekriegt, weil ich einfach die ganze Zeit durchgehustet habe, wie so ein... Ich weiß nicht, also es war... Ich war nicht gesund. Sagen wir es so, was ist das? Therapiegespräch, okay. Nein, ich habe die Jahreszeiten noch nicht. Ja, sie sind seit gestern raus. Ich habe es mir aber noch nicht gekauft, denn auch wenn ich jetzt etwas mehr Geld verdiene, ist das einfach noch nicht drin, denn ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber Steam hat auch Summer Sale und ich habe jetzt beschlossen, dass ich mir bei Steam erstmal die ganzen Spiele hole, auf die ich schon seit Jahren oder Monaten gehypt bin und darauf warte, dass ich sie mir endlich leisten kann. Und jetzt, wo die im Steam Summer Sale sind und monatlich ein bisschen mehr Kohle reinkommt, da will ich mir auf jeden Fall... Steam wird mich viel Geld kosten diesen Monat, sagen wir es einfach so. Da muss Origin leider ein bisschen hinten anstehen, das heißt, diesen Monat gibt es definitiv noch keine Jahreszeiten. Aber ich werde sie mir noch holen. Nächsten Monat sehr wahrscheinlich, wenn Steam Summer Sale vorbei ist. Aber bis dahin muss erstmal Steam, Steam jetzt, das ist definitiv jetzt erstmal, es ist, ja. Es ist wichtiger, es tut mir sehr leid, aber es ist definitiv, was mache ich hier? Ich schreibe Geschichten, ne? Ja, ich übe schreiben, sehr schön. Ich will ja mal Schriftstellerin werden. Das muss man ja schon, da muss man schon als Teenager anfangen. Und ich bin Vegetarier. Das ist. Davon wird garantiert niemand krank. Man wird auch nicht von Fleisch krank. Also ich selbst bin absolut überhaupt gar kein Vegetarier, nur dass ihr das schon mal wisst. Jedenfalls, zurück zum Thema. Ich war, wie gesagt, ich habe eine fette Stimmbandentzündung gehabt. Hab geklungen wie so ein, weiß ich nicht. Also ich habe vor mich hingebellt den Weltmeister. Sämtliche Leute wachgehalten. Das ist mir auch ein wenig unangenehm, aber leider war es so. Ende des Liedes war es dann tatsächlich, dass ich die Woche, wo ich eigentlich hätte aufnehmen wollen, um ein bisschen vorzuproduzieren, einfach keinen Ton rausgekriegt habe. Sonst hättet ihr direkt nach meinem Urlaub schon wieder Videos gekriegt. Jetzt musste ich die letzte Woche erstmal wieder mit dem Arbeiten. Wisst ihr, wie scheiße das ist, wenn man eine Woche Urlaub hat und dann wieder anfangen muss zu arbeiten? Ich bin null reingekommen. Naja, jedenfalls habe ich das jetzt hinter mir. Und jetzt kann ich mich auch wieder darauf konzentrieren, weil die Katze besitzt? Wir haben keine Katze. Doch, wir hatten Katzen, aber wir haben keine Katze mehr. Wollten wir uns noch eine neue Katze kaufen? Ich glaube ja, oder? Savannah, wie wäre es, wenn du dich mal darum kümmerst, eine neue Katze anzuschaffen? Das, hast du Lust, was trinken zu gehen? Nein, wer ist Janik Roth? Ich kenne dich nicht mal. Moment, Haushalt. Ehrenamtlich. In einem Einzelnen adoptieren. Eine Katze adoptieren. Komm, mach das mal. Wie gesagt, jedenfalls konnte ich die Zeit nicht so nutzen, wie ich sie gerne genutzt hätte, weil mir einfach wirklich komplett die Stimme versagte. Also das ist jetzt nicht einfach nur so, ne, erzählt, sondern es war einfach definitiv so. Oh, die ist ja süß. Amerikanische Drahthaarkatze, Kätzchen, weiblich sterilisiert. Oh, guckt euch mal die Äuglein an. Luna. Tigerkatze. German Rex. Ich kenne die ganzen. Ägyptische Mau. Männlich, kastriert. Bombay-Katze, Tacker. Erwachsen. Frankie. Oh Gott. Patches, schwarze Katze. Schwarze Katze ist sehr aus. Eine ägyptische Mau. Obwohl ich sie ja schöner finde, ne? So, ne, wir wollen ja nur eine Katze haben. Ich will nicht wieder 10 hier, dass eine Katze reicht. Aha, da kommt der Herr für die Adoption. Oh, was hast du denn hier jetzt schon wieder veranstaltet? Kannst du das bitte reparieren? No! Oh,
Ich muss unbedingt ins Studio. Letzte Woche. Nein. Oh, der ist ein kleines Mauzchen. Von Karamusti. Dombila. Obtessa. Quambu. Wo ist Mitzi hin? Mitzi ist losgerannt. Wohin? Wir werden ihr einfach mal. Ah, da auf dem 4 steht sie. Alles klar. Ja. Mimi. Mimi reicht. Mimi ist okay. Wir behalten den Namen Mimi einfach bei. Das ist okay. Herzlichen Glückwunsch, dass ein Tier zu deinem Haushalt hinzugefügt. Ja, guckt euch doch an, wie niedlich sie ist. Oh Gott. Du stinkst auch wie so ein Weltmeister, ne? Um Gottes Willen, du gehst jetzt bitte erstmal baden und dann du hast hier geschlafen, ne? Oh Gott, ehrlich, es ist so lange her. So, so. Ja, knuddel das kleine Miezemutz. Ist sie nicht süß? Hamza verlässt dich. Die Adoptionsbewertung ist abgeschlossen. Das ist sehr schön. Na, dann lauf hier mal eine Runde rum, Miez. Flup. Da legt sie sich erstmal wieder auf die Nase, wie das Kätzchen halt so ist. Ja, du bist in der Badewanne. Dir geht's gut. Was machst du? Nein, ich will nicht mit dir in den Park gehen. Was? Warum? Warum wollen da immer wieder Leute, dass wir irgendwo hingehen? Das, ich will das nicht. Fumu, the North. Oh, Whoopi Gorge. Tumba, wow. Desko? Hippora. Du solltest vielleicht auch einfach mal, komm, nimm mal ein Bad und dann kannst du schlafen gehen. Du hast hier geschlafen, ne? Nö. Nö. Baden. Schlafen. Wie lange willst du hier eigentlich noch drauf rumrennen? Ich glaube, wenn ich ihm nicht sage, dass er damit aufhören soll, dann hört er da auch nicht mehr auf. Kann das irgendwie sein? Du musst auch was essen. Öffnen. Was haben wir denn noch da? Ja, mir versagt so ein bisschen die Stimme, das ist okay. Das passiert tatsächlich immer noch. Es tut mir auch sehr leid. Also ich bin da immer noch nicht ganz mit. Ich habe auch immer noch Husten, wie blöd. Teilweise. Also ich bin da noch lange nicht mit durch. Mit dem Mist. Obwohl ich es mir wirklich sehr gewünscht habe, aber. Ja, man kann ja nicht alles haben. Aber ich kann zumindest wieder reden. Also ich habe zeitweise, ich muss mal etwas trinken. Ich habe zeitweise wirklich extrem seltsam geklungen, muss ich echt sagen. Also das war nicht mehr normal. Immer nur noch gequietscht von der Stimme her. Das war echt unangenehm, dieses Gejanke und Gequieke. Und ich durfte halt auch von meiner Ärztin aus 3 Tage überhaupt nicht reden, was ich auch aufgrund der Arbeit sehr schlecht hingekriegt habe. Und deswegen habe ich dann auf der Arbeit immer so wenig wie möglich und zu Hause dann halt gar nicht mehr geredet. Deswegen konnte ich halt auch einfach nicht aufnehmen, weil einfach reden ging nicht. Könntest du jetzt bitte endlich mal da runterkommen? Das ist ja eine kleine Katastrophe. Du hörst ja überhaupt nicht wieder damit auf. Oh, Ginger ist da. Hallo, Gingy. Du kannst dich gleich ein bisschen mit kleinen Mimi beschäftigen. Die eiert hier rum. Und macht seltsame Sachen. Oh, sie isst. Aber Mimi hat zumindest schon mal den Food, oder? Ich weiß auch nicht. Mimi ist ein sehr komisches Miezekätzchen, aber sie ist da. Eigentlich wollte ich mir kein Miezekätzchen mehr holen. Ich weiß, ich erinnere mich dran, aber, mein Gott, Ella ist alt. Ella ist, 125 Tage alt. Und sie wird noch sehr viel älter, habe ich das Gefühl. 140 werden die meisten. Also 140 Tage. Also sie hat noch ein paar Tage vor sich. Von daher alles ist gut, denke ich. Es ist ein wenig verstörend, wenn man das so sagt, ne?
Aber that's life. Meine Lieben, that's life. Ich nehme jetzt erstmal für diese Woche die Sims auf. Wie gesagt, neuen Upload-Plan habt ihr ja gekriegt. Ich denke, das klappt ganz gut. Ich hoffe, dass ich auch noch alles vorgelesen kriege, trotz kratziger Stimme, aber das wird schon. Ich sabbel ja auch wieder wie ein Weltmeister, von daher ist das vollkommen in Ordnung. Ich rede generell viel, von daher musste das vielleicht irgendwann mal kommen. Das ist immer noch Gingy. Gingy. Was wir hier mittlerweile auch für einen Tierfriedhof haben, ist ein bisschen erschreckend. Toro, Emilia, Yui, Ginger, Rikta, Lacey, Robin. Und nach Robin kommt dann hier Mimi hin und hier könnte auch noch einer hin. Also von daher, wir haben noch sehr viel Platz. Ich habe halt immer dafür gesorgt, dass Katzen immer irgendwie eine Begleitung haben, aber ich glaube, das brauchen sie gar nicht. Oh, jetzt ist Mutti wach. Ella ist wach. Ella muss erstmal aufs Klo und dann geht sie baden. Wie gesagt, das mit den Jahreszeiten muss bei mir noch ein kleines Moment warten. Dadurch, dass es jetzt aber auch ein Update gab, sind meine Mods raus. Aber die kann ich auch wieder reinnehmen. Weil ihr gefragt habt, ob ich da mal ein extra Video zu aufnehme. Ja, kann ich machen. Das ist vollkommen in Ordnung. Werde ich auch gerne tun. Rumpel, rumpel. Aber muss ich jetzt mal gucken, wie ich Zeit dazu habe. Momentan muss ich halt so viel auch mit den Videos wieder aufholen, dass das mit Zeit ein bisschen knapp bemessen ist. Ein Kind mit 3. Ja, hat sie ja. Mich. Aber ich muss halt noch 4 Tage, ne, und so. 4 Tage und dann bin ich erst erwachsen. Und wenn unsere liebe Savannah erwachsen ist, dann wird sie auch sofort versuchen zu heiraten. Das klingt merkwürdig, ist aber tatsächlich so. Kesse Kunstschöpferin, genau. Sie muss malen. So, wir malen. Ein realistisches Gemälde. Wo ist diese Katze? Die schläft, glaube ich, gerade, ne? Nein, was macht diese Katze? Stopp. Über im Müll spielen belehren, bitte. Hier hingehen, komm. So. Ginger hat sich ausgeschlafen, das ist sehr schön. Gespenstisches Miauen, das gruselige Heulen eines geisterhaften Tieres ist einfach nervenaufreibend. Was auch immer du gerade vorhattest, Mimi, lass es. Mimi ist auch so ein Name, ne? Ich hatte mir eigentlich wirklich fest vorgenommen, dass ich die Namen so beibehalte, deswegen Mimi. Aha. Na, was macht unser Papa denn hier? Er ist ja jetzt auch mittlerweile Vater, ne? Ja, oh Gott, Marcel, er ist sogar schon zweifacher Vater. Yannick und Marcel. Oh Gott, er hat Zwillinge gekriegt. Okay. Zwillinge gekriegt. Das finde ich, das wusste ich auch gar nicht. Das wussten wir, glaube ich, alle noch nicht, ne? Also sie lag ja, genau, sie war das letzte Mal im Krankenhaus und lag in den Wehen und sah ganz furchtbar aus, weil sie irgendwie einfach nicht dazu gekommen ist, dieses Kind zu kriegen. Entschuldigung. daran erinnere ich mich noch. Aber so, was danach passiert ist, das hat irgendwie tatsächlich nie einer mitgekriegt, ne? Also, jetzt sind die Kinder aber offensichtlich da. Das sind Zwillinge, das ist sehr schön, 2 Jungs. Die aber, glaube ich, leider schrecklicherweise nie altern werden. Also, wenn sie nicht bei uns im Haushalt leben, werden sie nicht älter werden. Das heißt, sie werden auf ewig Babys bleiben. Sie werden nie erwachsen werden. Sie werden nie eigene Kinder kriegen. Das heißt, der Stammbaum wird auf ewig so aussehen. Das
ist ein bisschen schade, denn die hätten ja durchaus auch mal älter werden können und Kinder kriegen können und so, aber naja. Hat nicht sein sollen, ne? Weil ich ein bisschen schade finde. So macht der Stammbaum in meinen Augen halt einfach nicht so richtig Sinn. Ein Stammbaum macht dann Sinn, wenn die Kinder dann auch Kinder kriegen und so. Und naja, mal gucken. Vielleicht, man weiß ja nicht. Ne? Also Savannah wird auf jeden Fall einen Stammbaum starten. Auf jeden Fall. Und wir gucken mal, wie viele Kinder sie dann so kriegt. Und na, Gingy, hallo. Oh, Gingy will geknuddelt werden. Mein kleines, totes Miezekatzi. Das klingt immer ein bisschen komisch, ne? Hat sie eigentlich auch schon irgendwas an? Sie will... Okay. Sie will erwachsen werden. Das kriegen wir hin. Natürlich will sie Supermutti werden. Was soll sie sonst werden? Ganz ehrlich. Savannah muss Supermutti werden. Das klingt voll irgendwie wie so ein Monster. Sie muss Supermutti werden. Sie wird Superwoman. Gott, das wäre ein bisschen gruselig, oder? Superwoman! Oh Mann. Ja, so ein Zeug rede ich öfter, aber das ist ja mittlerweile schon, ne? Das kennt ihr ja. Sind alle noch fest am Schlafen hier? Savannah ist aber zumindest so weit wach, dass sie, glaube ich, langsam aufs Klo gehen könnte. Wenn sie wach wird. Er hier müsste eigentlich... Wann muss er zur Arbeit? 3 Stunden um 8 muss er los. Okay, dann kann er ja noch einen Augenblick pennen. Er hier, wann musst du los? Level 8 der Fitnessbetreuung. Naja gut, Fitnessbetreuung, das ist natürlich... Charlie muss in 1 Stunde bei der Arbeit sein. Okay. Okay, jetzt bin ich auch wach. Das ist sehr schön. Die elterliche Autorität in Frage zu stellen. Alles klar. Solange es nur die elterliche Autorität ist und nicht meine, bin ich damit durchaus einverstanden. Okay, wir sind jetzt in einer rebellischen Phase. Wir haben aber sonst nichts zu tun. Erwachsen zu werden heißt, sich gegen alte, angestoppte Regeln zu widersetzen. Dieser Sim streitet öfter mit seinen Eltern, flucht und schiebt Hausaufgaben so lange wie möglich vor sich her. Das glaube ich nicht. Dafür bin ich ja irgendwie noch da. Ja, du gehst jetzt aufs Klo und du kannst hier hingehen, bitte. Ach, es ist ja auch Sonntag. Es ist ja Sonntag, da kannst du ja sowieso erstmal tun lassen, was du möchtest. Das ist vollkommen in Ordnung. Kannst aber noch einen kleinen Moment weiterschlafen, bis du zur Arbeit musst. Du gehst spielen, das ist auch okay. Ah. Du sitzt am Computer. Wir könnten das aber nochmal eben verkaufen, oder? Ja, können wir. Frederik muss in circa 1 Stunde bei der Arbeit sein. Ja, aber erst in 1 Stunde. Das kriegen wir noch hin. So, wie sieht's hier jetzt aus zu 50%? Na gut. Ja, Omi, vor allen Dingen, ne? Aber sie ist halt auch wirklich nicht mehr die Jüngste. Obwohl sie eventuell noch miterleben wird, wie ihre Tochter heiratet. Das finde ich auch sehr schön. Achso, du musst zur Arbeit. Oh Gott, wie sieht der denn aus? Alter, wie sieht der denn aus? Wie sieht... voll muskulös und dann in dem Shirt und so. Oh mein Gott. Sehr heißes Bild. Habe ich auch noch nicht gesehen. Musste ich gerade noch ein bisschen drüber grinsen. Vielleicht haben wir irgendwas für dich zum Frühstücken, ne? Frühstücken. Eier und Toast. Für Vegetarier geeignet. Komm. Eier und Toast kannst du essen. Mutili ist wieder am Malen. Das ist vollkommen okay. Wo ist Katzi? Katzi ist hier. Katzi rennt mir hinterher. Also okay, ich habe sie auch adoptiert. Von daher ist das vollkommen in Ordnung. Hier brennt jetzt gleich wieder alles ab. Dann kriege ich aber die Krise. Würde mich aber bei den Sims nicht wundern.